Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Aufgebraucht-Video des Monats Mai. Wir starten einmal mit Weichspüler vom Kaufland von K-Klassik, der Balsam. Fand ich ganz gut für die Wäsche von unserem Sohn, weil der hatte seinen eigenen Wäschebehälter und da mache ich dann auch immer nach wie vor noch separaten Weichspüler mit rein. Dann ging auch in seinem Kinderzimmer einmal auf dem Wickeltisch leer von Baby Love diese Pflegetücher. Die finde ich ganz gut. Die kaufe ich auch gerne nach, wenn die leer sind. Ich finde die nämlich vom DM tatsächlich auch ein Ticken besser als die vom Rossmann. Dann haben wir hier noch mehr Kleinkindkram, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar einmal Windeln. Die Sechser von Pampers benutzen wir nach wie vor, genauso wie die Baby Love Feuchttücher. Dann ging in der Küche einmal leer von Denk mit die Allzwecktücher mit der Limited Edition Tropical Dream Yang Lang und Vanilleduft. Wird auch nachgekauft, immer wieder diese ganzen LEs, da greife ich ja immer gerne zu. Dann hat unser Sohn auch gebadet und zwar einmal mit Tinti Knisterpflegebad. Das hat dann das Bad so rot gefärbt und es hat auch so ein bisschen nach Erdbeer gerochen. Also das war ganz in Ordnung. Dann noch ein Weichspüler für die allgemeine Wäsche, also Kleidung oder Handtücher und so ein Kram, auch von K-Klassik, der gelbe Weichspüler. Die haben ja von K-Klassik, glaube ich, nur drei verschiedene. Einmal den gelben, den Balsam und dann noch den blauen. Und wenn jetzt nicht gerade von Kuschelweich oder was irgendwo Beispiel im Angebot ist, dann hole ich mir halt den von der Eigenmarke. Dann habe ich mein Immunkomplex wieder aufgebraucht. Da brauche ich, glaube ich, auch nicht so viel dazu sagen mehr. Mein Mann hat ein Spezialshampoo leer gemacht von Ketozolin, weil er hatte diese Probleme mit der Kopfhaut, was so eine Art, ja hier steht es auch, so eine Art Dermatitis oder keine Ahnung, was die Hautärztin damals gesagt hat. Das ist auf jeden Fall wie so eine Art Erkrankung und deshalb wird seine Kopfhaut schnell trocken und schuppt und juckt und alles. Und dann hat er jetzt in der Apotheke, das haben wir jetzt auch schon nachgekauft, hier dieses Spezialshampoo benutzt. Er sagt, es ist gut, aber seine Haare, beziehungsweise, dass es wirkt, dürfen die Haare nicht zu lang sein. Also er hat jetzt keine langen Haare oder so, also er hat einen normalen, ich sag jetzt mal, Herrenschnitt. Aber wenn der ein bisschen länger wird, dann wird es noch extremer mit den Schuppen. Und da hat er gemeint, da wirkt das Shampoo auch nicht mehr. Also bei ihm müssen die Haare dann schon möglichst kurz gehalten werden, damit es dann auch was hilft. Dann habe ich einen Badreiniger aufgebraucht von Love Nature. Den gab es von Rossmann oder ich glaube, den gab es auch in verschiedenen anderen Läden. Da gab es vor einer Weile mal so eine Gratisaktion. Genau, den fand ich ganz in Ordnung. Den habe ich halt benutzt, wie gesagt, weil es damals einfach gratis war. Dann habe ich einmal leer gegessen von DM Bio, die Kichererbsen bzw. den Kichererbsen-Eintopf mit Kokosmilch und das war wirklich gut. Also ich habe in der Vergangenheit auch schon mal so ein oder andere, ich weiß nicht, ich glaube nicht nur unbedingt Fixprodukte, aber mal so Soßen oder sowas von DM Bio gehabt, wo ich nicht so überzeugt war, aber den fand ich wirklich gut. Und wenn ich mal wieder so einen DM Bio Rabattcoupon oder so habe, würde ich mir den auch nochmal nachkaufen. Das reicht gerade gut so für eine Portion, mal für ein Mittagessen oder Abendessen, wie auch immer. War ganz praktisch. Dann ist ein Deo leer gegangen von Dove. Das Original Care Pflegecreme Gedöns. Das Deo oder so ein Deo habe ich eigentlich immer daheim, weil ich das immer dann benutze nach dem Rasieren. Und es hilft auch wirklich. Also nachdem ich mich rasiert habe und ich benutze normales Deo, dann brennt es ziemlich arg. Und bei dem habe ich wirklich das Problem nicht. Deshalb entweder, wenn es mal irgendwo im Angebot ist oder es gibt einen entsprechenden Rabatt, kaufe ich mir das nach. Momentan habe ich, glaube ich, eins von Balea, was ich auch mal alternativ ausprobieren will.
ein Shampoo ist auch leer gegangen. Quatsch. Duschgel in dem Fall nur von Today Man. Von, gibt es glaube bei Rewe und Penny. Duschgel Wild Nature. Ja, hat mein Mann, wie gesagt, aufgebraucht. Fand er ganz gut. Er ist da ja eh nicht so wählerisch, was Duschgels angeht. Ja, genau. Und hier haben wir dann noch eins, nachdem das dann, weil das nur so eine kleine Tube ist, leer war, hat er dann noch das hier aufgebraucht, das Shampoo Dermasens. Medizinische Hautpflege. Ich glaube, meine Mutter hat ihm das gegeben. Bei gereizt und irritierter Kopfhaut mit Anti-Juckreiz-Formel. Ich glaube, es hatte, das ist jetzt schon relativ lange, oder was ist relativ lange, war, glaube ich, gleich Anfang des Monats, wo das leer gegangen ist. Deshalb, ich glaube, die beiden sind ähnlich von ihm, von der Bewertung her. Aber das haben wir jetzt auf jeden Fall nochmal nachgekauft. Dann ging Lea eigentlich hauptsächlich von meinen Schwestern, als sie mal, oder wenn sie da sind, auch von Today pflegende Reinigungstücher 3 in 1 zum Abschminken und sowas. Benutzen die das gern. Ich habe das für die da, wenn die halt zu Besuch sind. Genau. Dann habe ich leer gemacht, beziehungsweise mein Sohn eigentlich, von Mivolis, Multivitaminbärchen für Kinder. Habe ich gleich, wo ich es nachgekauft habe, auch schon was dazu gesagt, dass ich das ganz gut finde. Da kriegt er jeden Tag morgens, bevor er in den Kindergarten geht, bekommt er da ein Bärchen. Und ja, finde ich ganz gut, um so ein bisschen den Vitaminbedarf einfach von Kindern, die jetzt ja, nicht alles essen, auch den dort sind, zu decken. Dann haben wir hier nochmal Feuchttücher. Dann habe ich noch leer gemacht, einmal ein Shampoo von Sienne von Lidl. Aufbau-Shampoo Long and Strong. Das ist, glaube ich, ein Tube zu diesem. Da gibt es so eins, das heißt, glaube ich, auch irgendwas Beautiful Long oder was auch immer von irgendeiner Marke. Und das ist, glaube ich, das Dupe dazu. Das wollte ich mal ausprobieren. Fand ich ganz gut. Ich benutze ja sowieso auch immer Spülung noch mit dazu. Ja, würde ich jetzt, wenn ich jetzt keins daheim hätte oder so, würde ich mir das eventuell auch nochmal nachkaufen. Und dann habe ich auch von Today einen Duschgel gemacht, Aloe Vera Rose, entspannendes Duschgel, das war auch in Ordnung, war jetzt alles nichts Besonderes oder so. Aber dafür, dass man es halt so benutzt, reicht das aus. Dann ging noch einmal leer von Baby Love Bio Fruchtriegel, Apfel, Banane haben wir unterwegs leer gemacht. Kaufe ich nach wie vor gerne noch nach, diese Riegel. Vor allem, wenn wir einfach unterwegs sind, ist das praktisch. Und dann haben wir hier noch einen von dem Bio Banane Blaubeere. Und dann haben wir jetzt noch Küchentücher von K-Classic. Ich weiß schon gar nicht mehr, was da drauf war. Ich glaube, so ein bisschen Boho-mäßig mit so einem Traumfänger oder irgendwie sowas. Ja, einfach Küchentücher halt. Und zu guter Letzt haben wir noch Toilettenpapier. Dieses Mal von Rewe Beste Wahl. Da sind so, ich weiß gar nicht, ob überhaupt ein Fuchs drauf ist. Auf jeden Fall diese Blumen und sowas, das sind, ist auf dem Klopapier drauf. War auch mal irgendwie hier so eine Limited Edition. Genau, ja. Das war es auch dann schon wieder mit den aufgebrauchten Produkten vom Mai. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Video. Ciao!